Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, das E-Voting-System der Post, was ist es denn genau? Was sind seine Funktionalitäten, die Partner? Was ist geplant in Zukunft? Und wie sieht es denn aus? Auch dies eine Vorgabe, die mir gemacht wurde, einen Blick auf dieses System zu erhaschen. Nun, viel spannender als der Blick auf das System ist natürlich, Ihnen den Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Und das möchte ich in den nächsten 7 Minuten, 47 Sekunden kurz erläutern. Als erstes die Frage, jetzt bin ich etwas überrascht, dass meine Animation nicht funktioniert. Als erstes die Frage, warum macht die Post das überhaupt? Warum geht die Post ins E-Voting-Thema? Warum engagiert sich hier ein Staatsbetrieb, wie gesagt wurde? Nun, die Post ist aus der strategischen Sicht heraus eben intermediär zwischen der physischen und der digitalen Welt. Das E-Voting ist für uns eine Transformation des Kerngeschäfts in die digitale Welt. Heute sind wir für den sicheren, zuverlässigen Transport der Information, vertraulicher Information zuständig, als wichtige Partnerin der Kantone und Gemeinde. Diese Rolle möchten wir weiterhin spielen, auch in der digitalen Welt, auch wenn sich die Bedürfnisse der Bevölkerung verändern. Somit haben wir entschieden, ein System zu bauen und haben das erste System in der Schweiz, das auf einem kryptografischen, verifizierbaren Protokoll aufbaut. Dies gemäß den Anforderungen der Bundeskanzlei an neue Systeme der zweiten Generation. Nun, die Anforderungen sind sehr hoch, zu Recht. Wir haben uns sehr gut überlegt, wie wir diese Aufgabe angehen wollen und haben zu diesem Grund den Weltmarktführer gewählt im E-Voting, die Firma Seitel. Mit Seitel zusammen haben wir angefangen, im Januar diesen Jahres ein System zu entwickeln. Wenn ich sage gemeinsam entwickeln, dann meine ich das auch so. Die Post hat IP-Rechte an diesem System. Ich komme noch dazu. Sicherheit und Transparenz war uns von Anfang an sehr wichtig, zum Beispiel im QL-Code. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich noch viele andere Elemente, die wichtig sind, wenn man über Transparenz spricht. Fazit, Zwischenfazit, die Post beabsichtigt, dieses System im Jahr 2016 gemäß den föderalen Anforderungen für Wahlen und Abstimmungen zur Verfügung zu stellen. Nun, was hat die Post als Gesamtpaket im Angebot? In dieser Hinsicht, es gibt zwei verschiedene Themen, auf der einen Seite technisch, auf der anderen Seite Governance. Das Technische ist so ein zweite Generation System, das wir bauen, individuell und eben neu die universelle Verifizierbarkeit zu 100%. Dies eine Möglichkeit, die nur entsteht durch das neue Protokoll, das eben diese 100%ige universelle Verifizierbarkeit gewährleisten kann. Betrieb und Datenhaltung in der Schweiz, hier ein kurzer Informationspunkt auch, wo immer wieder gefragt wird, ja, Seitel ist ein spanisches Unternehmen, sind die Daten denn in Spanien? Nein, die Daten sind nicht in Spanien. Die Daten sind in der Schweiz, circa 300 Meter von hier, im sicheren, zertifizierten Rechenzentrum der Schweizerischen Post in der Enge Halde oder in Zofingen. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch hier gewährleistet ist. Einfache, direkte Integration in die bestehenden Systeme der Kantone, basierend auf der ECH-Schnittstelle, was wichtig ist, um Interoperabilität auch sicherzustellen. Interne und externe Audits gehören ganz klar auch dazu. Wir arbeiten hier in Bezug auf diese Thematik natürlich auch mit der Berner Fachhochschule zusammen. Technologiepartner Seitel, seit 20 Jahren im Markt, seit 10 Jahren in Neuenburg, sehr unauffällig, geräuschlos. Warum? Neuenburg führt seit 2005 ohne Unterbruch alle möglichen Abstimmungen und Wahlen mit diesem System durch. Ist auch einzigartig in der Schweiz. Ein wichtiger Teil ist auch die Kernkompetenz von Seitel. Die haben etwas, das wir nicht haben in der Post, Kernkompetenz in Kryptografie auf sehr hohem Level. Ist etwas, das wir auch nicht aufbauen wollen in der Zukunft, in den nächsten 7 bis 10 Jahren. Wir haben andere Kernkompetenzen, die liegen auf der anderen Seite. Es ist die Kontinuität von der physischen in die digitale Welt.
In dem Sinne haben wir hier einen Wert in der Koordination und in dem, dass wir weiterhin Dienstleistungen anbieten, die den sicheren, zuverlässigen, pünktlichen Transport vertraulicher Informationen angeht. Selbst hochdigitalisiert als Unternehmung sind wir sehr wohl in der Lage, hier komplexe IT auch zu erfüllen. Mit 2,2 Milliarden Briefen und 114 Millionen Paketen pro Jahr ist das eine wichtige Komponente. Erfüllung, Datenschutz und Sicherheit, selbsterklärend, auch in der DNA der Post. IP-Rechte, auch kurz erwähnt, wir teilen uns das geistige Eigentum mit der Firma Seitel. Das ist ein wichtiger Punkt, in dem Sinne auch, dass sehr viel Geld in dieser Lösung steckt. Publikation des Quellcodes. Auch hier wird oft gefragt oder auch gewährleistet, die Post ist intransparent, sie wollen den Quellcode nicht zur Verfügung stellen, nicht veröffentlichen. Nein, das ist falsch. Wir werden den Quellcode veröffentlichen mit der ersten Inbetriebnahme des Systems nächsten Jahres. Nebst dem Quellcode gibt es, wie gesagt, noch andere Themen, White Paper, Systemdokumentation, das auch zur Sicherheitsarchitektur gehört, das genauso wichtig ist wie die Zeile des Codes alleine, die ebenfalls gemäß den Anforderungen zugänglich gemacht werden muss. Ist übrigens heute schon zugänglich für interessierte Personen. Seitel hat sämtliche Dokumentation auch, die sie transparent machen, die sie auch an Konferenzen regelmäßig präsentieren, zuletzt zum Beispiel an der VOT-ID-Konferenz in Bern Anfang September. Kantonaler Partner Neuchâtel. Wir durften vor gut zwei Monaten eine Partnerschaft mit Neuchâtel bekannt geben. Als erster Kanton wird Neuchâtel nächstes Jahr unser System einsetzen. Auch hierzu hat sich die Post einfach in die Mitte gesetzt zwischen Seitel und Neuchâtel als Zwischenhandel sozusagen, um auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Nein, wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt sind, dann sehen Sie, wir haben ein komplett neues System diesen Januar im 2015 angefangen mit Seitel aufzubauen. Neuchâtel hat sich entschieden, ab nächstem Jahr ihre Wahlen und Abstimmungen basierend auf diesem neuen System durchzuführen. Zu guter Letzt die Leitprinzipien der Lösung heute und in Zukunft. Die Wahlprozesse bleiben in der Hand der Kantone. Ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass die Post hier etwas übernimmt, das ihr nicht zugehörig ist. Die Post konzentriert sich auf den sicheren Transport der Information. Wir garantieren in dem Sinne die Sicherheit der Urne. Das soll die Anonymität insbesondere der Urne auch sein. Wir haben keine personenbezogenen Daten im System gespeichert. Auch ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wo das Register geladen wird vom Kanton ins System, sind noch Nummern drin. Ein wichtiges Anforderungselement auch, das die Sicherheit erhöht. Den privaten Schlüssel kennen wir nicht. Auch eine klare Anforderung, das gehört in die Hände der Kantone und Gemeinden, wie das heute auch natürlich der Fall ist. Daten sind jederzeit und von Anfang bis Ende verschlüsselt. Und für die Zukunft ist ein Element wichtig, dass wir heute auf einem generischen Datenmodell aufbauen, was uns in Zukunft Flexibilität gewährleistet, um auch Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse von Kantonen und Gemeinden zu ermöglichen. Fazit: Zukunft und Entwicklung. Wir bieten an ein Gesamtpaket als Service und dies als langfristige Garantie der Qualität und der Leistung inklusive der Weiterentwicklung des Systems in den kommenden Jahren. Dies zu meinen Ausführungen mit 44 Sekunden plus. Besten Dank.